Erstes Beispiel, y' von x ist x mal y von x. Jetzt arbeiten wir unser Rezept ab. Erster Schritt, DGL umformen. Wir setzen für y' dy durch dx ein, ist gleich x. Und für y von x einfach y. Und jetzt wird das Ganze umgeformt, sodass da links und rechts jeweils nur noch x und y steht. Das führt uns dann also auf 1 durch y. dy ist gleich x dx. Und jetzt noch die Integralzeichen. Und damit ist der erste Schritt geklärt. Zweiter Schritt, die Integration. Das ist jetzt hier nicht besonders schwierig. Stammfunktion von 1 durch y dy ist ln y. Wenn wir für die rechte Seite die Stammfunktion bestimmen, x dx ist das 1/2 x Quadrat. Und für die rechte Seite, da nehmen wir jetzt auch noch eine Integrationskonstante c mit. Na, wir brauchen die nicht links und rechts mitschleppen, das wäre doppelt. Also, setzen wir das Ganze ein, dann steht hier ln y ist gleich 1/2 x Quadrat plus c. Dann der dritte Schritt, das Ganze nach y auflösen. Wie kriegen wir das hin? Naja, wir nehmen auf beiden Seiten e hoch das, was da steht. Dann haben wir e hoch ln y ist gleich e hoch 1/2 x Quadrat plus c. Da können wir uns auch noch ein bisschen mehr Platz schaffen. E hoch ln y ist einfach y. Auf der rechten Seite können wir das nochmal so schreiben, dass wir die Summe in den Exponenten als Produkt schreiben. Dann steht hier e hoch c mal e hoch 1/2 x Quadrat. Und e hoch c, e hoch irgendeine Zahl ist wieder irgendeine Zahl. Also, kleiner Trick, wir benennen diese Integrationsvariable um und sagen dazu c und erhalten als Lösung y von x ist c mal e hoch 1/2 x Quadrat. Zweiter Schritt, dritter Schritt, damit das Ergebnis. Jetzt können wir noch einmal kontrollieren, ob das auch wirklich eine Lösung der DGL ist. Y' von x ist dann c mal innere Ableitung x mal e hoch x. Setzen wir das ein. C mal e hoch x soll gleich sein x mal die Funktion selber, x mal c mal. Da habe ich mich jetzt selber überholt. Da steht natürlich 1/2 x Quadrat im Exponenten c mal e hoch 1/2 x Quadrat. Und dann sehen wir, egal was wir da für x einsetzen,
es kommt eine wahre Aussage raus und damit ist die DGL erfüllt. Nochmal zum Deutlichmachen, was habe ich eingesetzt? Ich habe auf der linken Seite Y' eingesetzt, auf der rechten Seite X mal unsere Lösung Y von X und wir sehen, hat geklappt. Wir haben mit dem Verfahren Trennung der Variablen eine Lösung der DGL rausbekommen. Zweites Beispiel. Die Differentialgleichung lautet jetzt, die Ableitung von Y ist minus X geteilt durch Y von X. Und das ist ein Beispiel, wo es sich nochmal lohnt, dass wir uns das Richtungsfeld anschauen, bevor wir loslegen, weil man sich da ganz schön überlegen kann, was eigentlich am Ende rauskommen müsste. Wie sieht das Richtungsfeld aus? Da steht minus x durch y. Und da kann man ja sofort mal sagen, entlang der y-Achse ist die Steigung auf jeden Fall mal 0. Also wir können hier jeweils eine horizontale Tangente eintragen, das sieht man sofort. Was kann man sich noch überlegen? Wenn x und y gleich ist, also auf der Winkelhalbierenden, dann ist die Steigung minus 1. Ne? X durch y, also zum Beispiel für den Punkt hier, 1 durch 1 mit einem negativen Vorzeichen, minus 1, 45 Grad runterwärts. Ne? Wobei, ich habe gerade einen Fehler gemacht, im Ursprung ist das Ganze natürlich nicht definiert, weil da würden wir ja durch 0 teilen. Was man sich aber schon überlegen kann, ist, wenn wir so ein kleines bisschen über die x-Achse gehen, also sozusagen für y 0,0001 einsetzen, dann kriegen wir eine ganz große negative Steigung raus. Ne? Also das heißt, entlang der x-Achse ist die Steigung sozusagen senkrecht. Ja, das ist jetzt mathematisch nicht ganz sauber, aber Sie wissen, was gemeint ist. Ne? Also wir stellen uns vor, ein kleines bisschen überhalb der x-Achse und überlegen uns dann, dass das fast senkrecht nach unten geht. So, wie sieht es jetzt aus mit dem Verlauf, wenn wir zum Beispiel hier loslegen und uns dann dieser Stelle hier nähern? Das ist dann eigentlich auch klar. Das wird mit wachsendem x geht es immer steiler nach unten. Also so, so, so zum Beispiel. Genauso dann so, so. Und wir sind hier fast senkrecht. Ne? Das Richtungsfeld dieser DGL. Eine Lösung könnte dann so aussehen, dass wir hier loslaufen. Wenn wir hier die Winkelhalbierende kreuzen, muss die Steigung minus 1 sein. Und wenn wir unten ankommen, ist die Steigung sozusagen senkrecht. Na, das sieht doch eigentlich verdächtig aus wie ein Viertelkreis. Gucken wir mal, ob wir diesen Viertelkreis wirklich rausbekommen. Gut, unser Schema abarbeiten, erster Schritt. Wie habe ich es gemacht? Ich habe einen Punkt dran gesetzt. Erster Schritt, wir schreiben y' als dy durch dx und lassen dann die Abhängigkeit von y an die Variable x weg, formen das Ganze so um, dass links und rechts jeweils nur x und y steht. Dann haben wir hier y dy stehen, auf der rechten Seite minus x dx. Und dann müssen wir das Ganze noch integrieren. Dann haben wir da stehen
unbestimmtes Integral y dy auf der rechten Seite unbestimmtes Integral x dx. Ja, und das ist wirklich ziemlich harmlos. Da können wir gleich, müssen wir die Integrale gar nicht einzeln ausrechnen, sondern schreiben direkt das Ergebnis hin. 1/2 y² ist gleich minus 1/2 x². Und jetzt noch die Integrationskonstante nicht vergessen. Na? Gut, diese Geschichte hier nach y aufzulösen, ist jetzt auch keine große Kunst. Einmal mit 2 durchmultipliziert, die Wurzel gezogen, dann haben wir da stehen, y ist gleich Wurzel 2c minus x². Und weil das y² ist, kommen hier natürlich sowohl die positive als auch die negative Lösung in Frage. Ja? Dann, alter Trick, jetzt taucht hier wieder c mit einem Faktor auf, also nennen wir das hier c1, schreiben dann für 2c1 einfach c und erhalten 2 mögliche Lösungen. Y von x, die mit dem positiven Vorzeichen, c minus x Quadrat und die zweite Lösung, minus Wurzel c minus x Quadrat. Und jetzt denken Sie nochmal nach, womit haben wir es hier zu tun? Das ist natürlich die Funktion eines Kreisbogens, Pythagoras aufgeschrieben, x Quadrat plus y Quadrat gleich r Quadrat, das Ganze nach y umgeformt, y ist Wurzel r Quadrat minus x Quadrat und das Vorzeichen dürfen wir uns aussuchen. Ne? Diese beiden Lösungen kommen prinzipiell in Frage und das ist natürlich auch klar, dann die zweite Lösung entspricht einem Startpunkt, wo wir eben hier unten anfangen. Habe ich jetzt aber nicht mehr im Koordinatensystem mit drin. Gut, zum Schluss noch die Kontrolle. Y' von x ist dann, nehmen wir mal die erste Lösung, können wir ja auch schreiben als c minus x² hoch 1/2, dann ist es äußere Ableitung mal innere Ableitung und dann c minus x² hoch minus 1/2 oder, das können wir auch nochmal kürzer schreiben, minus x durch Wurzel c minus x Quadrat, setzen wir das Ganze ein. Y Strich soll gleich sein minus x durch y von x Wurzel c minus x Quadrat. Und das ist auch wieder für alle x kleiner Wurzel c erfüllt. Also bekommen wir wieder eine Aussageform raus, die für alle zulässigen x wahr ist. Und damit haben wir gezeigt, die Funktion löst die Differentialgleichung. Nochmal, um es klar zu machen, y Strich, eigentlich meinte ich das hier, auf der linken Seite eingesetzt, hier y auf der rechten Seite eingesetzt und wir sehen, die DGL ist gelöst.
Und was ich natürlich vergessen habe, die Umformung nach der Variablen y, das ist der dritte Schritt. Drittes Beispiel, das werden wir später nochmal brauchen, deswegen bringe ich es hier unter. Y' von x ist gleich minus eine Funktion a von x mal y von x. Dann wieder unser Schema. Erster Schritt, dy durch dx ist minus a von x mal y umgestellt. 1 durch y. dy ist minus a von x dx. Und das tun wir gleich noch integrieren. Und dann der zweite Schritt, die Integrale berechnen. Dann haben wir auf der linken Seite ln y stehen, ist gleich minus. Und jetzt vereinbaren wir, dass groß a von x eine Stammfunktion von klein a von x ist. Und dann nehmen wir noch eine Integrationskonstante c mit. Ne? So, jetzt haben wir das auch festgehalten. Groß a, eine Stammfunktion von klein a. Dann, dritter Schritt, lösen wir das auf nach y. Dann haben wir da stehen, ne, beide Seiten, e-Funktion y ist gleich e hoch minus a von x plus c. Und das geht natürlich auch nochmal in der Form e hoch c mal e hoch minus a von x. Und jetzt haben wir wieder die Integrationskonstante c in irgendeiner Funktion drin. Nennen wir das hier also c1. Und erhalten zum Schluss die Lösung y von x ist eine Konstante c mal e hoch minus groß a von x. Wie gesagt, groß a eine Stammfunktion von klein a. Können wir das nochmal überprüfen? Die Kontrolle. Y' von x ist dann gleich Kettenregel, ne? Innere Ableitung minus a' von x mal c mal e hoch a von x. Minus nicht vergessen, ist gleich, und für groß a' schreiben wir wieder klein a, minus a von x mal c mal e hoch minus groß a von x. Na? Und was hier steht, ist ja nichts anderes als y von x. Und auch damit sehen wir, für alle x ist das hier wieder eine wahre Aussage. Also, Test bestanden. Die Funktion ist eine Lösung der Differentialgleichung. Sehr schön. Das war Differentialgleichungen mit getrennten Variablen.